zwei Ausschläge. Also mich schlägt, ich schlage ja, aus und ich schlage auch aus. Ja. Okay. Ja, ist das so? Ist das nicht? Gut, okay. Er sagt ja. Er sagt ja, so ist es. Es geht endlich weiter. Wir sind hier in der Nähe von Kölle. Genau. Und ich bin beim Sven. Genauestens. Vielen Dank, dass wir uns hier am Freitagnachmittag nach eigentlich in deinem Feierabend hier mal treffen können. Ja. Und wir wollen uns nämlich sein Heimkino anschauen. Du hast in den letzten, welchen Zeitraum haben wir so? 1-2 Jahre? Das ist Januar 17, ja, entstanden. Ja, also kann man gut sagen, ein gutes Jahr her. Genau. Da warst du unter anderem bei uns. Genau. Hast mit mir, hast mit Dennis und so weiter dir einiges angeschaut und was er sich alles angeschaut hat und was er sich dann daraufhin alles gekauft hat, installiert hat und wie es fertig geworden ist, das gucken wir uns jetzt in den nächsten Minuten an. Es wird also wieder ein schönes Video aus der Reihe, wie sieht es beim Nachbarn hinter der Gardine aus? Ja. Ne? So ja. Machen wir das, ja. Gerne. Und dann hast du uns jetzt, wir sind jetzt im Keller, sind wir genau. Hier. Genau. Das ist wie ein Haus aus den 60ern oder genau, so. Genau, Anfang der 60er, 62. Da waren die Menschen alle durchschnittlich etwas kleiner. Vermutlich. Weil, da ist man ein bisschen. Ja, die haben wir, ist abgehakt, aber ist 2,07 Meter haben wir ungefähr Deckenhöhe drin. Komplett im ganzen, ganzen Untergeschoss, sag ich mal. Ja, genau, genau, so ein bisschen variiert von, okay. Wir haben ja alles renoviert, aber... Okay. Das heißt, es können alle aufatmen, die denken, mein Gott, ich habe nur 2 Meter, 2,10 Meter an Deckenhöhe. Kann ich mir da überhaupt ein Heimkino installieren und kann ich mir das auch holen, vielleicht mit 3D-Sound und so weiter? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ja, es geht. Man muss sicherlich das eine oder andere Detail berücksichtigen, aber es funktioniert hervorragend. Und man muss nicht auf den Knien ins Kino gehen. Das braucht man auch nicht, ne? Nein, muss man nicht. Gut, okay, wir gehen mal da rein. Ja. Weil ich gehe davon aus, aufgrund des Schildes, dahinter ist das Kino. Ich habe nämlich echt nur ein paar Bilder gesehen. Das waren ziemlich dunkle Bilder, weil viel dunkel da drin ist. Ja. Mehr weiß ich nicht. Ja. Können wir gerne machen. Machen wir, ne? Jo. So, der Frank läuft mal hinterher. Kommt auch so gerade haarscharf an der Decke dran vorbei. Guck mal an. Oh, ja. Der Dennis sagte mir, es könnte sein, dass wir hier wieder vielleicht einen leichten Rekord so drankommen, was so die Raumgröße angeht. Was würdest du sagen? Ja, ihr habt aber jetzt in letzter Zeit ja ein paar Mal immer 11 Quadratmeter gehabt und... Die würde ich hier auch mal ansetzen. Setzen wir auch mal an. Ja. Also wir sind noch nicht unter 11. Wir sind nein, so irgendwo nein, im Bereich. Nein, das geht dann schon wirklich um die 11. Zentimeter hier vielleicht. Ja. Also auch das wieder ein schönes Beispiel dafür. Ich hatte diese Woche mehrere Gespräche gehabt, wo die Leute echt sagten, ja, ich habe aber nicht so einen großen Raum, wenn die bei uns im Grubi-Kino sind. Dann denken die alle, die müssen da 45, 50 Quadratmeter haben. Dann sage ich, nee, das geht doch mit 11 oder mit 12 oder mit 13. Ja, genau. Schön. Das haben wir. Was war das für ein Raum? Also wir wohnen jetzt seit 2014 hier, haben hier alles renoviert und wir hatten hier in dem Raum, also wir haben 2 Kinderzimmer für die Jungs gemacht und das hier, das war das dritte Zimmer, haben wir gesagt, Gäste und ein Fernseher, Playstation, damit die Jungs hier Fernsehen gucken, Playstation, eben nicht bei uns oben im Wohnzimmer und uns dann, ne, wenn die dann ihre Sendungen gucken, sondern dass sie das hier unten für sich separat haben. So war der Ursprung dieses Raumes. Und die haben ja wirklich Tür an Tür, sind die hier beide, die Jungs. Ja, genau. Das heißt, die sind hier im Keller, haben da ihre schönen Räume und können dann also wirklich mal im 2 Meter raus und sind hier. Und der Vater und Papa, Vater und Mama kriegt nichts mit. Genau, so war es gedacht. Ja, und jetzt? Ja, und dann war ich schon immer beim Thema Heimkino, war ich schon immer interessiert und habe dann auch halt diese Vorbehalte, ja, aber wo willst du es eigentlich machen? Ja, und der Raum, so klein, das geht doch eigentlich gar nicht. Und ja, dann war ich halt mal bei euch und... Habe dann Bilder mitgenommen, auch von dem Raum, wie der so aussieht. Da stand also im Endeffekt ein Fernseher, eine Couch zum Ausklappen und ja, Playstation, sowas. Und halt alles klein. Und der Dennis, der sagte direkt, ja, da kann man aber schon was machen. Und so hat das dann alles angefangen. Jetzt muss man nur eins sagen, meine Frau ist leider jetzt nicht so von einem Heimkino-Virus infiziert. Der reicht das, wenn die da so im Fernsehen guckt. Die hat gesagt, mach das gerne. Aber eine Bedingung, hier muss trotzdem noch ein Gästezimmer bleiben. Also es muss hier noch jemand schlafen können. Oh. Ja. Und? Ja, das ist damit gegeben. Habt ihr jetzt mehr Gäste? Das könnte ja sein. Das Gästezimmer ist ja nicht irgendein Gästezimmer. Ja, also wir haben schon die Frequenz, besonders hier bei meinen Söhnen, die Übernachtung, also zum Beispiel Super Bowl, dann gucken die hier mit einer ganzen Horde Jungs die ganze Nacht. Ja. Und ja, aber das, dafür ist es ja auch da. Okay, also der Kompromiss, also wobei es kein echter Kompromiss war, das wurde gemacht. Das heißt, da ist jetzt so ein Klappsofa, Sofa, genau, das ist so eine Klappcouch von einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Okay, ja. Und die steht jetzt dahinter. Unser Möbelhaus, da war es wieder. Genau, ja. Aber im Endeffekt ist es eigentlich ganz gut als Abstandhalter, weil es muss ja sowieso die hinteren Boxen, also die Sitze stehen ja eh nicht hinten an der Wand.
Also stehen die einfach nur dagegen und wenn eben es so ist, dass dann einer schläft, dann werden die Sessel einfach nach vorne geschoben und dann das Bett ausgeklappt. Okay, wobei du bist ja relativ flexibel nochmal hier, das heißt, man kann das ja auch ein bisschen nach vorne ziehen oder das wirft ja sicherlich auch, weil ihr seid zu zweit dann hier drin oder zu dritt, zu viert. Ja, wir nehmen dann noch, Sitzmöglichkeiten. Das passt dann auch alles. Genau. Dann sag doch mal, wie sich diese 11 Quadratmeter circa aufteilen von der Tiefe und von der Breite, weil die Breite scheint mir besonders spannend zu sein. Also der Raum ist lang 4,38 Meter. Ja. Und der ist hier vorne 2,55 Meter breit. Ja, hinten wird der und hinten breiter. Ist er 2,90 Meter. Okay, alles klar. Ja. Das heißt, du hast die Leinwand auch wirklich bis in den letzten Zentimeter da reingepackt. Ja, das ist totales Glück. Warum? Ich muss sagen, die Leinwand hatte ich vor allem anderen. Die habe ich nämlich damals, ich habe immer fleißig eure Videos geguckt. Mhm. Also in der Theorie war ich totaler Heimkinoprofi ohne jede Ahnung. Mhm. Und dann habt ihr den alten Laden zugemacht und seid umgezogen. Und dann hattet ihr diese Leinwand in der Ausstellung. Also ist kein Scheiß. Das ich kann mir Gesichter wirklich schwer merken, aber das stimmt. Du warst dann da und hast die geholt. Und dann dann habe ich die hatte da glaube ich damals, ich darf es sagen, 200 Euro, hattet ihr die in der Ausstellung. Und das waren unsere beiden berühmten zwei Leinwände nebeneinander. Und die habe ich einfach gekauft, weil ich dachte, für 200 Euro, scheißegal, wenn du sie nachher nicht nutzen kannst, ich kaufe sie einfach. Und die stand jetzt quasi dann auch erstmal im Keller. Weil ich sie gar nicht nutzen konnte. Ich glaube, weil sie ich ja gar kein Kino hatte. Ich habe es echt nicht gewusst, dass du unsere Leinwand hier hast da. Ja. Also die berühmt-berüchtigte Leinwand aus unserem vorherigen Raum, wo da hinter dem roten Vorhang die zwei großen Projektionen waren, 2,20 Meter, 2,21 Meter. Ja, 2,21 Meter, 100 Zoll. Genau, 2,21 Meter, die wir auch weiter im Programm haben, nur jetzt noch eine Nummer größer, die finde ich hier wieder. Ja. Mein Gott, wenn die erzählen könnte. Nein, das kann sie nicht. Okay, also wirklich genau drin. So, dann hast du ja jetzt, das fängt ja dann auch alles genau ausgemessen bald an, ne? Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier die DALI-Sensor, lass mal zeigen. Genau, wir machen eine Menge Detailfotos gleich noch und zeigen euch noch ein paar Details, natürlich. Also da hast du Sensor. Sensor 5. Ja. Und dann hinten die Sensor 1. Ja. Und oben habe ich dann noch die Fason-SAT. Ja, der Klassiker. Und unten den SVS 12er. Ja, aus unserer wunderschönen Aktion. Genau. Und dann hast du aber auch ein bisschen mehr gemacht. Was hast du hier gemacht? Das ist alles mit Samt und so. Ja, genau. Das ist auch eine Idee von Dennis. Ja, ist eine coole Idee. Das ist quasi so dieses DC-Fix. Ja, hast du ein paar Quadratmeter gekauft. Ja, da habe ich so ein paar Bahnen von gekauft. Vor allen Dingen war es ein bisschen... ich bin jetzt nicht so der handwerklich Begabte. Das muss sieht man dazu sagen. Aus. Ja, und es hat dann eigentlich auch funktioniert. Wenn man hier sitzt, dann sieht man auch nicht mehr, dass da vielleicht noch ein kleines Ritzchen ist oder so. Aber warum ist das denn hier so hohl? Ja, das ist auf der Seite, weil das ist gedämmt. Wir haben das nochmal, da ist eine riesen Dämmung drauf, um den Raum von nach zur Außenwand zu dämmen. Ja, 60er Jahre hat nicht genau, so viel gemacht. Genau. Das haben wir dann noch. Deswegen ist der Raum auch ein bisschen schmaler geworden. Okay, also hast du Dämmung hinter, hast das Ganze mit großen. Ich kenne DC-Fix eigentlich meistens in diesen Streifen. Das ist so ein. Das ist eine Rolle, die ist, ich glaube, 45 cm breit und lang, gibt sie dann in 2 Meter, 5 Meter. Da habe ich mir die dann geholt und habe das dann hier vorne alles abgeklebt, damit das eben schwarz wird. Ne? Ja, schwarz wie die Nacht, ne? Genau. Gut. Unsere super Leinwand, das hier, ist das noch ein Rohr? Das ist, hat was mit der Leinwand zu tun. Genau, okay. Das heißt, du hast wirklich bis an die Kante bist du rangegangen, damit du auch nicht wegen tief der kommst. Höhe. Weil das ist ja wie Arsch und auf Eimer. Genau, ne? Passt es auch aufeinander. Also es wie ist Arsch auf totaler Eimer. Zufall. Gut, dann haben wir die Lautsprecher. Die hast du dir bei uns angehört? Ja, oder? Also ich habe es bei euch angehört. Ja, würde ich sagen, ne? Und ich war ehrlich gesagt gar nicht vorher, dass ich von wegen Auro oder sowas, ich habe das dann gehört, saß dann darin, dann habe ich einmal Auro gehört und habe ich gesagt, muss ich haben. Okay, also egal, eine typische Reaktion. Das muss ich haben. Gut, okay, und? Ja. Nicht bereut? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe auch noch keinen Kunden kennengelernt, die Dinger wieder abgeschraubt hat, die Lautsprecher oben. Und ganz im Gegenteil. Genauso wie es wahrscheinlich auch jeder sagt, ich sage auch, ich lasse eigentlich alles Automatik laufen, egal was Input ist. Schön zu hören. Ja. Auch Dennis? Auch Dennis, Dennis, wir grüßen dich, hat gerade Urlaub. So sind, Ixform, so, ja. Sind diese selbstklebenden... Ja. Genau. Hast du selbst, sind die selbstklebend? Musst du einfach so eine Folie abziehen? Ja, so eine Folie abziehen, und dann abziehen und genau. Okay, und hat auch gehalten. Ja, das Halten war nicht das Spiel, aber das Ausmessen und dass die genau dann auch, das war eine Katastrophe. Das ist ja was für mich hier, so Fummelskram. Ja, aber hast du doch gut hingefummelt. Ja, im Endeffekt bin ich ganz zufrieden. Und hat sich deutlich bemerkbar gemacht? Also, hattest du das alles auf einen Schlag? Nee, das habe ich alles auf einen Schlag. Du kennst es gar nicht anders. Genau. Okay. Und ich hatte, da gab es gerade zu dem Zeitpunkt gab's diese neue App
von diesem Einmesssystem, ja, weil vorher war das ja wohl immer so ein Riesenakt mit so einem... Ja, das war ein Mikrofon und alles so ein Rechner. Und dann hatte ich natürlich Dennis natürlich gedacht, hier, das musst du bei mir einmessen, das möchte ich auf jeden Fall, weil dann hatten in den anderen Videos, hatten die auch mal gesagt, das wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann ging das mit der App, dann habe ich ihm das geschickt, dann hat er das vermessen, hat gesagt, ja, hier, der Bass, der soll dahin. Und ja, dann habe ich im vorderen Teil halt, wo ich dachte, dass vom Abstrahlen her, wenn ich da sitze, dann muss da was sein. Und so ist das eigentlich entstanden. Also ich bin mal gespannt auf deine Meinung gleich, wenn du es dann mal hörst. Du hast ja schon diverse Kinos gehört und kannst dir da ein Bild machen. Mache ich mir. Lass uns mal, kannst du noch? Ja, ne, kann auch. Ne? Er war auch, er hatte ja 5 Wochen Zeit gehabt, in der Muckibude zu sein. Ich bin jetzt mal ganz fies. Aber mal gucken, gehen wir mal weiter rüber. Weil jetzt hast du ja hier die Technik. Genau. Und nicht irgendwelche Technik. Wir gehen mal das durch, von oben nach unten. Das sieht nach einem Oppo aus. 203 ist das. 203, ja. Dann hast du eine Playstation. PS4. Da zocken die Jungs hier. Darunter ist noch... Irgendein Receiver. Das ist... ja, da ist noch die Amazon Fire TV. Ah, das wird gestreamt. Und dann kommt der Verstärker. Und der ist welcher dann? Das ist der 4-3er. Ja, der hat dann schon als erstes diese App gehabt, 20 Euro. Gutes Investment, gibt sie aus, spendet sie der Firma Odyssey. Es lohnt sich in den meisten Fällen dort entsprechend. Das war vorher jetzt auch 179 gekostet. Ja, genau. Ne? Also deswegen war ich aber erst auch skeptisch, dass ich eine 20 Euro mit App, das hat dann mal so geht. Geht, ne? Aber hat funktioniert. Ja. Okay, eine Menge Controller habt ihr hier. Ich wusste gar nicht, das ist, da steht auch noch eine PlayStation 3, die alte dahinter. Okay. Und deswegen, das sind die von der PS3. Und aber sie wird eigentlich nicht mehr genutzt. Ich kann sie mal abbauen. Ja, und dann hast du hier oben schön sauber da die Lautsprecher dran gesetzt, die dann eben auch mit dem, mit diesem Dreieck direkt hier dran sind. Da musst du ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich mit Hohlraumdübeln und so arbeiten. Ja, oder? Das habe ich aber nicht gemacht, sondern das habt auch ihr gemacht, in Anführungszeichen ihr. Da war euer... Michael oder Alex? So viele Leute? Jetzt frag mich was. Noch habe ich einen Überblick. Ja. Egal. Auf jeden Fall hat jemand von uns geholfen. Genau, der war hier und hat das dann hier, die Kabel verlegt und genau sowas alles. Ja, kann der Michael gewesen sein. Unser guter Radio-Fernseh-Super-Spezialist. Ja, genau, der war das. Der auch. Guckt auch noch nebenbei, ob die Antenne oben noch gerade ist. Das macht er auch. Ja, und dann hast du dir... Was machst du hier unten? Jetzt und da habe ich noch einen Sky-Receiver, habe ich hier noch. Den Zweit-Receiver habe ich hier noch. Ach, den hast du auch noch. Ja, genau. Damit man praktisch hier alles auch, also alles gucken kann eigentlich. Ich würde sagen, komm, wir machen mal, mir wird langsam rot, ich mache mir Gedanken um seine Gesundheit. Wir machen mal eben kurz einen Cut und dann zeigen wir mal, welchen Beamer wir hier haben, weil das ist mal ein echtes Flaggschiff. So, Teil 2 von unserem 10-teiligen Heimkino-Video beim Sven. wir haben gesagt, wir wollen jetzt den Beamer erklären und mal zeigen, weil du hast dann letztes Jahr, es war ja Januar, Frühjahr, hast du ja noch keine konkrete Vorstellung gehabt für den Beamer. Nee, ich hatte in der Theorie hatte ich mich schon zwar viel informiert und man hat ja sich auch so ein bisschen einen Budgetplan angestellt, aber du musst die Dinger sehen und sagen, gefühlt, der flasht mich jetzt oder der ist es eben nicht. Ja, und deswegen war ich halt bei euch, hab mir da angeguckt, da war gerade das Thema 7.3, 9.3 von Epson, die waren da gerade heiß. Die liefen gegeneinander gegen den JVC. Und war schön zu sehen und dann kam der Dennis dazu und der sagte, jetzt guck dir mal den LS10000 an. Und dann dachte ich, ja okay, gucken wir uns den mal an. Und dann dachte ich zuerst, der ist ja viel zu dunkel, das geht ja gar nicht. Dann sagt er, ja, das Dunkel, vergiss das mal, der läuft jetzt gerade gegen die anderen. Aber wenn du den allein im Kino hast, dann merkst du, den habe ich zu Hause selber. Guck dir das Bild mal an. Und dann war, glaube ich, eine Batman-Szene, viel Action, Explosion. Und dann hatte ich einfach das Gefühl, die Farben und das Plastische von der Explosion war ganz anders als bei den anderen Beamen. Also die, und das hat ein viel ruhigeres Bild, also wenn man es so nennt, ruhiges Bild, hatte ich das Gefühl. Also fand ich einfach faszinierend, fand ich total toll, dachte ich, das ist super Bild. Ja, und dann das mit dem Laser kommt dann auch wieder mir eigentlich ganz gut zu Pass, zu sagen, ich muss nicht irgendwie Lampen tauschen. Und dann googelt man ja auch gerne, ja, und dann wird die immer schlechter. Und dann hatte auch jeder Beamer zu der Zeit, Sony und so, die hatten dann alle irgendwelche Probleme. Ja, und da wurde durch die Foren da irgendwelche Säue getrieben. Und bei dem ist das ja alles nicht. Der ist sofort da. Und da meine Jungs halt auch viel Playstation und sowas zocken. Ich wollte gerade sagen, du hast 2 Jungs in einem Alter, die ja richtig noch Zeit haben, ja? Also die geben richtig Gas hier, wenn du Pech hast, ne? Also da gehen da schon mal 5 oder 10 Stunden drauf, je nachdem Wochenende, ne? Also, hast du eine Idee, wie viel der schon runter hat? Ja, ich hatte mal geguckt, der hatte in einem Jahr, ich weiß, aber das ist jetzt auch nicht 500 Stunden,
Ja, das ist aber noch, das ist noch harmlos. Ja, ist noch harmlos. Ja, ne? Dann schaffe ich ja noch mehr. Und das mit der mittlerweile knappen Zeit, egal. Ja. Was wir mal hatten, und ich bin froh, dass wir hier einen LS10000er Kunden haben. Mittlerweile gibt es einen 10.5er, ist nur minimal anders, weil er noch diesen HDR-Standard mit unterstützt. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen mit Tricksereien, mit HDR, SDR, Oppo und was es da noch alles so gibt. Da werden wir auch sicherlich in nächster Zeit noch darüber berichten. Wir hatten einen Kunden da gehabt, der hatte über 5000 Stunden mit seinen Apps gehabt. Ja? Ja. Und dann haben wir die Chance gehabt, mal den wirklich zu vergleichen mit unserem. Ah, okay. Ja? So, und die Dinger, die konntest du so gut wie nicht auseinanderhalten. Ja? Es war unfassbar. Also, weil natürlich, wir können es momentan auch nur glauben, was die da sagen mit 20.000 Stunden. Ja, natürlich. Natürlich wissen wir, dass Laser eben eine ganz andere Charakteristik haben. Aber wer hat denn jetzt schon einen Laser hier von unserer Heimkinoszene mit 20.000 Stunden betrieben? Und das war also wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde, es ist weiterhin der absolute Geheimtipp. Das Gerät wurde wirklich in der Vergangenheit häufig übersehen, bei uns ehrlicherweise nicht, weil wir fanden ihn super, der steht ja auch bei uns tagtäglich da und er macht richtig Laune. Und er ist von dieser Leinwandbreite, das macht er mit links, überhaupt kein Thema. Also eine 5 Meter Breite sollte man vielleicht nicht unbedingt einplanen, das wird aber generell schwierig. Nur die 2,5 Meter beispielsweise, wie das jetzt 2,20 sind hier oder 2,5 Meter, überhaupt kein Problem. Wirklich ein tolles, tolles Gerät. Ist halt nur ein Monster, ne? Ja, also es ist schon ein Klopper, ne? Also wenn du da reinkommst, denkst du auch zuerst, mein Gott, so waren die früher die 3-Röhrenbeamer. Die sahen ungefähr ähnlich im Grundvolumen aus, ne? Also das muss man ihm lassen. Also das Ding ist ein Klopper. Und du hast jetzt auch die tolle Haltung dazu geholt. Ja, die habe ich. Dann hast du relativ schnell das Ganze installiert gehabt, ne? Ja. Das ging zacki, zacki, meiste, ne? War eigentlich die Arbeit dann in die Betondecke. Da die drei Löcher reinschauen. Ja, sieht toll aus. Echt klasse. Ja. Also wunderschön, das haben wir auch, hinterer Bereich da, dann hast du auch noch mal ein paar Absorber da hinten reingesetzt oder Diffusoren, Reflektoren, was auch immer die können. Und jetzt kommt ja, das haben wir noch gar nicht gesehen, weil der Frank war immer auf der Seite des Raumes. Du hast ja hier, es sind ja viele kleine Heiligkeiten, also eine schöne runde Kiste, aber das Ding ist ja mal wieder ein Knaller für alle die, die so auf diesen Merchandise-Sachen stehen. Ich habe mir ja jetzt gerade die Knarre vom Blade Runner geholt, bin ja ganz stolz drauf. Muss auch noch Batterien holen, weil ohne Knarre und Batterien geht das Ding nicht, aber egal. Und wusste gar nicht, dass die von, das ist so ein kleiner Insider, von, da steht echt eingraviert, im Jahre 2049 ist die ja, ne, die Knarre von Blade Runner, da steht Daimler Steyr Puch Produzent. Also im Jahre 2049 gehen die davon aus, dass diese Firma diese Knarren baut. Das fand ich also ganz interessant. Und Made in Austria steht noch drunter. Das war auch interessant. Ja, also wir gehen mal hier rüber. Der Frank dreht sich mal so langsam um uns herum, weil, als ich reinkam, habe ich den natürlich gesehen. Ja. Aber dachte ich, na gut, das ist ein schickes Poster, ist das, ne? Aber das ist ja deutlich mehr als nur das, ne? Ja, das stimmt. Das ist, habe ich von jemandem bekommen aus eBay, Kleinanzeigen, zufälliger Treffer. Gegen einen finanziellen Obolus? Gegen einen finanziellen Obolus, aber ich fand das so gravierend, das war es mir wert. Und wollte ich halt so als, wie du sagst, Merchandise im Kino unbedingt hängen haben, weil Terminator, da bin ich totaler Fan von. Und ganz toller Film. Ja, aber es ist ja kein normales Poster. Nein, es ist kein normales Poster. Würdest du unseren Zuschauern verraten, was es denn ist? Ja, es ist ein LED-Poster. Vielleicht kann ich es mal zeigen, vorführen. Was es denn so genau. Macht. Ja, dann mach doch mal. Sollen wir mal, ich halte jetzt mal die Luft an, weil... Da muss man wahrscheinlich ein bisschen Licht ausmachen, sonst sieht man es gar nicht. Oh, das würden wir machen. Ich drehe da mal so lange dran. Oder du drehst, aber fang mal an. Ja. Okay. Alexa, Terminator an. Okay. Ist das nicht geil? Also, ich habe das noch nie gesehen. Das ist der Hammer. Sehr schön. Aber es gibt leider nur dieses eine. Es gab da wohl nicht mehr. Es kommt aus der professionellen Kinoszene. Ja, genau. Da war es wohl in der Ausstattung. Genau, genau. Und dann hast du dir einen Rahmen gebaut. Habe ich mir einen Rahmen gebaut. Und dann hatte ich so einen Holzrahmen, habe ich verkleidet. Und dann hatte ich das Problem, dass er halt reflektiert. Und in den kleinen Raum, wohin damit? Und dann habe ich ihn auf eine Schiene gesetzt. Also Moment, so stopp. Reflektiert meinst du, du sitzt hier und dann siehst du hier von der Seite diese Reflexion von der... Die Reflexion vom Bild, das war ein bisschen ungünstig. Okay. Weil es eben auch vom Material wahrscheinlich so ein bisschen reflektierend ist. Und dann habe ich es gesetzt auf so eine Schiebetürschiene. Ja. Das heißt, ich kann es hier verschieben vor die Tür. Die ist ja im Prinzip wurscht, wenn man... Du hast ja auch eine echte Tür. Das heißt, die Tür machst du zu und davor schiebst du das. Aber wenn man guckt, dann braucht man es ja auch nicht. Dann muss ja keiner lang rausgehen. Du hast gesagt, du hast irgendwie zwei linke Hände oder so. Das hast du doch gut hingekriegt. Ja, stimmt. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, sehr schön. Also ein ganz tolles Ding. Jetzt haben wir aber noch was anderes gerade erfahren. Ihr habt den natürlich gesehen, als ich reinkam. Ja. Du vertraust Alexa. Ja, ich vertraue Alexa. Oh, sie reagiert schon wieder. Genau, sie reagiert schon wieder. Ja. Wobei, das weiß ich leider nicht. Ja, weiß. Wobei ich ihr eigentlich auch nur momentan noch für Lichtsteuerung traue. Das heißt,
Licht mache ich hier mit an und eben an und aus und eben den Terminator. Also die zwei Lämpchen hast du mit einer Philips Hue-Lampe ausgestattet? Da sind Philips Hue-Lampen drin, genau. Mhm. Und die werden dann eben über die Alexa angesteuert. Mhm. Und ja, mehr nutze ich davon eigentlich noch nicht. Was mit der Logitech? Du hast eine Logitech hier? Ja, ich habe eine Logitech Elite, genau. Damit steuere ich, habe ich programmiert für die verschiedenen, dass ich eben nur noch eine Fernbedienung brauche. Komm, hol sie mal eben her, wir zeigen die mal eben. Ja, da ist sie, ne? Die ist hier. Genau. Weil du hast ja auch ein schönes Hintergrundbild gemacht. Ja, das ist auch. Terminator? Terminator, genau. Und da habe ich halt für die verschiedenen Möglichkeiten, Fire TV, eben Oppo, Fernsehen, da habe ich eben die verschiedenen Programmierungen. Okay, und wie sieht es aus mit Alexa und Logitech? Mögen die sich schon oder also nähern sie sich ganz langsam vorsichtig an? Ja, ich habe es zwar verbunden, sage ich mal, aber weiter als bis zur Lichtsteuerung habe ich mich noch nicht vorgewagt. Also ich kann jetzt noch nicht per Alexa auch sämtliche Kanäle hier anmachen. Oh, dann fühle ich dir mal so eine schlaflose Nacht. Das weiß ich leider nicht. Na, du bist aber sehr aufmerksam, ne? Okay, also das sind dann für die nächsten schlaflosen Nächte. Ich kann das aus eigener sagen. Aber es ist schön. Es ist wunderschön. Es ändert sich regelmäßig was. Es wird immer mehr von den Möglichkeiten. Und ja, dahin kann es gehen. Ja, also summa summarum, ziemlich coole Sache. Was willst du als nächstes machen? Hast du noch irgendwas vor? Fällt dir noch was? Ja. Darf ich mal fragen, warum du diesen hellen Boden noch hast? Ja, das ist ein Korkboden, der war halt hier drin. Der war schon drin, okay. Genau, und da kommen wir wieder auf dieses Thema. Es soll zwar Heimkino, aber soll ja auch für Gästezimmer und soll ja ein bisschen heimelig noch aussehen, wenn ich das alles hier schwarz hätte. Naja, wenn die Jungs hier sind, könnt ihr ruhig mal kleckern. Ja, genau, da kann man aufwischen. Mhm. Das ist auch praktisch. Das ist auch wieder praktisch, okay. Ja, ja, ja. Aber es stört auch nicht wirklich. Aber gibt es irgendwas, was du sagst, du würdest noch gerne das oder dies oder jenes an Feintuning machen? Also die Sitze, das sind die alten Ledersessel, die wir mal vor geraumen Jahren mal im Wohnzimmer hatten. Mhm. Die habe ich einfach umfunktioniert, waren schön schmal, klein, für diesen kleinen Raum. Mhm. Fußablage würde mir fehlen. Ja, genau, das wäre mal was. Und in Zusammenhang damit, Thema iBeam. Habe ich natürlich bei euch auch schon ausprobiert. Ja. Haus Zor, würde ich eigentlich sagen. Also alle, die mal ein iBeam erstmal erleben möchte, wir kooperieren mit dem Haus Zor, Kapuzinerplatz in Mönchengladbach. Wir haben eigentlich nur vorgehabt, nur zwei Sitze zu bauen. Ja. Sind dann selber unter diese Sitze gekrochen, haben dann diese Dinger daran montiert, haben dann erstmal geguckt, wie kriegen wir denn jetzt so das Basssignal aus so einem großen Server da raus. Hat aber alles geklappt. Nachdem wir das ja berichtet haben, da hat er so viele Anrufe berührt. Warum denn nur die zwei und ich habe die falschen Karten bestellt und hat die alles. Also war Riesenaufregung. Ja, da, ne? Okay. Und dann, weißt du was, ich habe auf den Dingern ein paar auf Lager, dann haben wir jetzt die gesamte Reihe. Also die Reihe 6, 13 Sessel, alle mit einem eigenen iBeam. Und wenn du jetzt mal guckst, so im Online-Buch, ne, es läuft ja gerade dieser Black Panther da. Ne? Ja, okay. Ist ja auch ein Film, wo die nicht viel reden, da schießen die ja nur oder knallen da Action, oder was. Ne? Alles Action, genau. Die nächsten Tage ist Reihe 6 ziemlich gut ausgebucht. Also sehr geil, Gruß an Oral, der macht das wirklich toll und es hat eine riesen Laune mit uns. Und ja, schönes Ding. Ja. Vielleicht haben wir gedacht, wir machen demnächst so Bundles vielleicht, so mit iBeam und Ticket und all das. Also, könnte man hier gut einbauen, wäre gar kein Problem. Klasse, toll. Ja, ja, das ist das. Und sonst noch irgendwas? Das ist eigentlich alles ja, cool, ansonsten ne? bin ich eigentlich relativ zufrieden. Es gibt natürlich immer Sachen. Ja, aber ist doch alles rund, ne? Ja, ansonsten. Wie häufig nutzt du es denn jetzt? Ich könnte es häufiger nutzen, also es wäre mir lieb, ich könnte es häufiger nutzen. Warum? Aber, weil die Jungs hier drin sind? Oder was? Oder ja, die Jungs sind natürlich gerne hier drin, ja. Mhm. Also der Große, der guckt viel Netflix-Serien, sowas. Ja. Der Kleine zockt immer Playstation. Also die Kids sind 14 und, was war das? 17. 14 und 17, ne? Ja, genau. Schöne Grüße an die. Immer schön brav sein, dann könnt ihr auch weiter hier rein. Ja, und ich gucke halt ganz gerne Film oder auch meine Serien. Mhm. Guck aber die Serien auch ehrlich gesagt ganz gerne auf dem iPad im Bett. Nee. Doch. So mit Kopfhörer, kurz vorm Schlafen. Echt? Mhm. Ja, ich mache das auch schon mal so kurz. Und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile muss ich auch eine Brille haben hier vorne, weil ich weiß nicht, ob das da überhaupt... Das ist ein schlechtes, falsches Thema. Ja, genau. Lesebrille. Genau, so, also habe ich jetzt auch schon mal so ein Ding da drauf. Das sieht natürlich total bescheuert aus, weil meine Frau hat auch ein iPad. Du kannst dir vorstellen, jetzt sind zu viele Bilder, aber egal. Bei uns ist dann immer so ein heller Schein im Schlafzimmer. Beide haben das iPad vor Augen. Was läuft muss bei schon ein bisschen so bescheuert sein. Also egal, das war jetzt zu viel des Guten, aber was soll's. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Das haben wir jetzt auch erfahren. Ja, ist doch schön. Schön. Dann würde ich sagen, lasst uns mal, damit ihr mal über euren kleinen, weiß ich was, Handy oder so mal den Klang hören könnt, weil wir kriegen auch schon mal eins auf die Nase wie, warum habt ihr denn nicht mal den Ton angemacht? Sorry Leute, also mit eurem Handy oder mit eurem, weiß ich was, 22 Zoll Bildschirm kann man sicherlich nur bedingt die Toncharakteristik dieses Raumes nachvollziehen. Aber wir werden das natürlich machen, weil wir wollen zeigen, dass das hier alles unter Strom ist und das alles angeschlossen ist. Ja, okay. Hier ist, ja. Hier ist nichts ein Dummy. Nein. Dann machen wir mal. Ja.
Okay. Und aus dem Grunde hat man also wohl auch immer eine eigene Atmospur für den Heimkinogebrauch. Und die wiederum sind ja in häufigen Fällen unter dem Gesichtspunkt der Höhenwiedergabe sehr enttäuschend. Ja, genau. Weil du da die Lücken hast und so weiter. Genau. Ja? Weil, ich sage ja immer, damit man mich nicht falsch versteht, man muss ja nicht oben dauernd was hören. Aber wenn ich nun mal einen Film gucke, wo ein Raumschiff oben lang fliegt, dann hätte ich das gerne in der einen Szene, aber auch in der nächsten Szene. Und nicht in der nächsten Szene ist plötzlich das Ding gar nicht mehr da oben. Das ist geräuschlos geworden. Genau. Ja? So, und wir haben bei Blade Runner gibt es diese Art von gibt es diese Beispiele. Das heißt, wir haben bei Blade Runner am Anfang eine Sequenz, da fliegt das Ding über mich weg. Geil, super, ja. Dann nachher sind aber dann Beispiele, da geht diese Drohne, die rattert so wie so ein kleiner Trecker, ne? Die geht nach oben, da hörst du das Ding überhaupt nicht. Okay. Es gibt Szenen, da kommen von oben Raketen runter. Du hörst nicht eine Rakete von oben angeflogen, ja. Aber wenn ich jetzt eine Automatik mache, hörst du die, basierend auf der Atmospur, hörst du diese Effekte. Und zwar sehr natürlich. Okay. Ja? Der sitzt in seinem fliegenden Peugeot da, ja, und das ist ja so eine, ja, ist wirklich ein Peugeot, ja. Ne? Ist eine Kuppel da drauf, der sitzt da drin, redet mit seiner Chefin da, dann hat das natürlich auch einen gewissen leichten Nachhall da oben drin. Ne? In der Original-Atmospur ist nichts vorhanden, in der Aurospur hörst du die leicht entfernt, die Stimmen, wie so ein bisschen nachhallend eben da drin. Okay. Ne? Passt wunderschön, ist eine tolle Atmosphäre. Ja, und? So, und deshalb kannst du das machen. Du kannst also entscheiden, ich mache die Atmospur im Original, höre mir das an in dem Raum wie diesem hier, weil mit dem Lautsprecherlaut können wir ja auch Atmos gut wiedergeben. Du musst die Dinger ja nicht gerade an der Decke unbedingt haben. Okay. Kannst aber auch sagen, weißt du was, den nächsten Mal, wenn ich den Film mir nochmal anschaue, lasse ich die mal mit Auro laufen. Die Sauerei, die jetzt gerade stattfindet, ist, dass es von Dolby-Seite aus Druck auf die Hersteller gegeben hat, dass die eben für zukünftige AV-Verstärker eine Lizenz, wenn du, die müssen Lizenzen kaufen. Mhm. Ne? Also wenn ich Denon heiße, Marantz heiße, Yamaha heiße, musst du also, wenn du das Zeug einbauen willst, Lizenzen haben. Klar. Und da gibt es jetzt einen neuen Vertrag und dieser Vertrag hat geheißen, ich habe eine Atmospur da im Original, wiedergebe ich wieder, dann möchten wir nicht, dass das Auswahlmenü mir ermöglicht, Auromatik zu aktivieren. Aha. Deshalb fehlt das dann plötzlich. Das ist aber nur bei zukünftigen. Also ganz ruhig, du filmst gerade mit? Okay, Frank filmt mit, super. Also das ist so, dass es eben für die Leute, die jetzt schon einen Verstärker haben, wo das bis jetzt immer funktionierte, wird das nicht abgeschaltet werden. Das ist, weil wir hatten ein paar E-Mails bekommen, auch ein paar Fragen auf YouTube und Facebook. Mhm. Was ist jetzt, kriege ich da demnächst das nächste Update, darf ich das vielleicht gar nicht mehr machen? Nee, das ist alles gut. Bei zukünftigen, also so ein 8500er, der hat schon so eine Funktion. Aber sie ist lösbar. Warum? Weil normalerweise gibst du ja den Ton bei dem Oppo mit Bitstream aus. Ja. Und dann hast du dieses Problem im Extremfall mit diesen Gerätekombinationen. Und wenn du den umschaltest auf PCM-Wiedergabe, dann hast du dein Auro wieder. Bei DTS:X ist das nämlich auch schon passiert. Ja? Bei DTS:X war plötzlich nur DTS:X drin, kaum noch eine Ausfallstereo war, glaube ich, noch drin und noch ein Ding. Aber kein Atmos, kein Dolby Surround oder auch kein Auro. Das gleiche auch da auf PCM. So. Also, jetzt haben wir wieder was zum Thema Weiterbildung, Schulung, Nachhilfe, wie auch immer kurz erläutert. Das ist also die wichtige Sache, kein Grund zur Panik. Aber man kann natürlich auch mal fragen, warum haben die denn das verboten? Ja. Oder warum wollen die das nicht so? Ja, Jungs, da kann ich nur sagen, dann strengt euch an und macht bessere Atmospuren im Großen und Ganzen. Ne? Also, es ist, Blade Runner ist eine geile Spur, keine Frage. Hat uns gerade schon ein Subwoofer zerdeppert. Ne? Aber unter dem Gesicht ist wirklich kein Scheiß. Ist leider, wir waren nicht schnell genug am Volumenregler. Aber es ist eben so, dass die oberen Höhenlautsprecher, das ist so, als ob ich einen Film gucke in 5.1. Bei 3 Szenen höre ich das Auto von rechts an links fahren und bei der 4. Szene höre ich das Auto nicht von rechts an links fahren. Würde ich auch sagen, ey, was ist denn jetzt los? Das kann doch nicht komisch, richtig sein. Ja. Das ist doch komisch, ne? Und so haben wir momentan so diese, ich will es vielleicht noch bezeichnen, Kinderkrankheiten bei den Abmischen von den Spuren, ne? Weil das Skurrile ist jetzt speziell bei Blade Runner, und jetzt höre ich gar nicht mehr auf, es gibt ja in Polen das Ding in Englisch mit Auro-3D-Spur. So, okay. Eine Auro-3D-Spur hat aber von der Philosophie her eigentlich eine andere Abmischung als eine Atmospur. Ja. Ne? Weil wir reden bei normalerweise ja bei Auro mit den 3 Ebenen. Wir reden bei Atmos im Kino mit dieser Geschichte, dass die zu Hause mittlerweile alles andere auch erlauben, wo der Ton rauskommt. Das ist eine andere Sache. Aber es sind eigentlich 2 verschiedene Philosophien. Warum auch immer nutzen die aber in Amerika momentan die Atmospur und konvertieren die in Auro. Das ist also die gleichen Effekte, nur dass da vorne auf meinem Display jetzt Auro steht. Das ist natürlich ganz bekloppt. Ja? So, und deshalb sind wir gerade so sehr daran interessiert, mal herauszufinden, wie ist denn jetzt wirklich so eine echte Kinoatmospur? Und dann machen wir das in dem Kino nächste Woche, den Test. Okay. Wollen mal hören, ob bei den Szenen, die ich da sehr gut kenne, ist denn im Kino da plötzlich alles voller Effekte gewesen und ich kriege wirklich nur so eine halbe Atmos-Variante, Atmos-Light würde ich das mal bezeichnen. Oder war das tatsächlich im Kino genauso? Gut, das würde mich zwar wundern, aber dann ist es eben auch so. Das wollen wir jetzt mit dem Film mal testen. Und für mich wäre die Frage auch, also das wird ja, ist ja wahrscheinlich nicht nur die Atmos-Spur auf der Scheibe, sondern da ist ja auch die normale, was weiß ich, DTS-Spur oder was ist das? Naja, das gibt es teilweise auch. Also das ist bei S ist das beispielsweise so. S hat 2 deutsche Tonspuren, also hat eine ganze Menge, aber 2 deutsche. Und das ist eine DTS und eine ist eine Atmos. Und jetzt ist für mich die Frage, ist denn die Atmos in Auromatik auch wirklich besser als die andere Spur?
Das ist auch wieder eine Frage, ne? Das weiß ich nicht. Ich muss den Film dreimal gucken, glaube ich. Ne? Also, wobei, es ist schon eine coole Atmospur. Das muss man dann lassen. Also das ist für mich eins der wirklich guten Beispiele, wenn du die Anfangssequenz guckst. Ich habe den Film noch nicht komplett gesehen, aber diese Anfangssequenz mit dem Regen und dem Schiff und die ganze Atmosphäre, das Gewitter, das haben sie echt schön gemacht. Das gefällt. Also ist schön. Ist auch ein schönes 4K-Bild. Das würde ein Zeichen sein, dass die vielleicht ja auch wirklich dazulernen. Ja? Weil jeder, mit dem du hinter der Szene redest, sagt auch ganz ehrlich, ey, wir lernen da selber noch immer noch. Das habe ich zwar vor einem Jahr schon gehört, aber im Moment hörst du es immer noch teilweise. Müssen wir mal gucken. Ne? Und deswegen eben eingangs die Frage, mit dem Setup kaufe ich mir dann die normale Blu-ray von dem Blade Runner oder lohnt sich wirklich die... Also ich würde mir an deiner Stelle ruhig diese UHD kaufen, weil die UHD von Blade Runner ist wirklich sehr, sehr cool. Also wirklich von Auflösung. Ich meine, es war sogar eine echte 4K. Wahrscheinlich werde ich es jetzt verbessert oder nicht. Ich meine, es war sogar echt das Master 4K. 3,4 oder so. Ja, ja, gut, das ist mit einer ARRI gedreht. Die hat nicht ganz echte 4K, aber die haben es also auch da so hochgelassen. Und du wirst es meistens schon erkennen. Und jetzt, wie gesagt, gibt es noch diese Sache, und da müssen wir jetzt mal dranbleiben, aber das bitte ist ein anderes Video. HDR auf SDR-Konvertierung, die jetzt hier mit dem Oppo möglich ist. Da habe ich also mehrere Hinweise bekommen und wir haben da auch schon was getestet, dass das in Kombination beispielsweise mit dem Laser auch echt nochmal Mehrwert bringt, diese spezielle Funktion. Die war ja als Beta verfügbar und kommt jetzt demnächst als, ist jetzt mit dem neuesten Software-Update, das haben wir gerade reingezogen hier, das neueste Software-Update für ein Oppo. Auch das wieder ein schönes Zeichen für ein Oppo, ne? Also für alle, die sagen, oh, das Ding ist auch nur ein Blu-ray Player, wo eine silberne Scheibe reinkommt. Nee, die Jungs, die pflegen die Dinger. Also da kommen schon schöne Funktionen immer wieder rein und keine Fehlerfunktionen, die man drin hat, die werden irgendwie beseitigt, sondern es kommen wirklich Zusatzfunktionen über die letzten Jahre bei den ganzen Modellen und das ist jetzt hier wieder der Fall. Gucken wir mal, was passiert. Mein lieber Sven, das war sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Feinschliff gemacht. Ja. Trennfrequenz ist so das Stichwort oder Verteilung so generell so der Bässe und so Dynamik-Odyssee, weil hier sind keine Nachbarn. Da müssen wir also jetzt nicht unbedingt so Dynamikbremsen reinpacken, die man vielleicht braucht, also für die, die die Nachbarn haben. Und wenn man abends guckt und wir haben gerade Oblivion reingeschaut und dann gibt es dann schon mal so einen Knall und so, dann wird das bei diesen Dynamikbremsen nämlich ein bisschen reduziert in ihrer Dynamik. Und hier haben wir das jetzt wieder ungebremst dynamisch machen lassen. Ja. Also war schon ziemlich gut eingestellt. Jetzt haben wir wirklich noch ein bisschen Feinschliff gemacht. Eine geile Anlage, weil es ist eben das Wunderschöne an dem Auro. Man ist wirklich komplett umhüllt. Man kann auch gar nicht mehr nachvollziehen, wo die ganzen Lautsprecher eigentlich sind. Es macht eine Riesenlaune. Tolle Sache. Ein Verbesserungsvorschlag hatte ich ja konkret. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich würde darüber nachdenken, diese Leinwand nochmal zu maskieren oben und, weil es ist so schön schwarz da vorne, auch wenn der Laser eben eine super Schwärze macht. Aber das letzte Fitzelchen da unten an Schwarz oben und unten den Balken, den könnte man also nochmal etwas schwärzer machen. Und da gibt es, glaube ich, relativ leichte Lösungen. Da bist du, glaube ich, heute Nacht drüber nochmal. Genau, da werde ich mir jetzt noch ein bisschen was überlegen. Ja, genau, habe ich mir schon gedacht. Genau. Sag mal, hast du eigentlich einen Namen fürs Kino? Weil das hilft mir mal sehr bei dem Titel von dem Video, was wir jetzt noch veröffentlichen wollen. Ich habe es mal für mich immer so Mikromax genannt, weil es halt so klein ist. Mikromax? Ja. Das ist doch süß. Ja. Ja, dann nehmen wir das doch. Ja, gerne. Mikromax. Schön. Okay, also alles zusammen, schöne Sache. Kann mir gut vorstellen, dass ihr viel Spaß habt. Der Junior da oben, der guckt gerade Netflix auf der kleinen Kiste. Ich glaube, der schabt mit den Füßen, der wird gerne hier weitergucken. wir werden auch gleich hier rausgehen. Ja, ich habe dir natürlich noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Du hast ja fast schon alles, aber die Decke hast du noch nicht. Die habe ich natürlich Vielleicht holst du dir damit vielleicht die eine oder andere Mal deine Frau da nochmal runter. Ja, ja. Schön kuscheln hier genau. Und so, weißt du? Ja, vielen und so Dank. Ich habe die extra schwarz, weil ich hatte ja auf dem Foto gesehen, dass hier alles duster war. Ja. Also deshalb wollte ich dir auch dann die Decke natürlich in Dunkel mitbringen, super. Die Original Grubi-Decke. Freue ich mich sehr, danke schön. Ja, mich hat sehr gefreut, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ne? Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Liked unseren Kanal bitte. Wir werden noch ein paar Kanäle, um Gottes Willen natürlich nicht, sondern wir ein paar Videos machen. Ich bin ja in 10 Tagen in Japan. So, und für alle die, die wissen wollen, wie das da so in Japan ist, und die sollten dann mal unseren YouTube-Kanal wahrscheinlich noch nicht, soll man sowieso abonnieren, aber auf jeden Fall auf Facebook gehen. Weil ich will mal schauen, wie weit ich da in den darauffolgenden Tagen dann, wir sind insgesamt 5 Tage dort mit 2 Händlerkollegen und haben dann auch noch einen Betreuer aus dem Hause, Dennen Marans. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir da
überhaupt hin können, weil wir kommen in das Werk. Und das ist das Werk, wo also diese Wahnsinnsgeräte, die wir jetzt hier, der Denon 8500er, gebaut werden. Also ich hoffe sehr, dass wir einen schönen Blick auch noch ein bisschen hinter die Kulissen bekommen. Wo kommen denn die Dinger her? Was machen die denn da alle so? Wie viele Leute arbeiten da eigentlich und entwickeln da so eine Kiste? Ne? So ein 4-3er, 4-4er, 8-5er und wie sie alle heißen. Also es wird sehr spannend. Deshalb geht auf unsere Facebook-Seite oder installiert euch wenigstens unsere Grubi-App, weil dann werdet ihr natürlich immer das Update bekommen. Also könnt ein bisschen häufiger klingeln ab dem 18. März 2017, weil wie gesagt, 5 Tage 18. bin ich dort. 18, das ist ein Sonntag. 18. Wieso? 2017 ist vorbei. Moment, ja, aber 18. März 2018. Oh, genau. Scheibengeister. Fängt das schon wieder an, ne? Das habe ich schon mal gehabt in den Videos, dass ich mich da einmal im Jahr vertan habe. Oh, das ist schlecht. Also sonst ist aber, denke ich mal, alles noch im Oberstübchen okay. Aber 18. März 2018 geht es nach London. Von London dann 12 Stunden Flug. Geht's da rüber? Ich bin gespannt. Freue mich schon. Also, bis zum nächsten Mal wieder bei Grubi TV. Und wie gesagt, kommt zu uns gerne vorbei. Und zwar in der Woche mit Termin und samstags von 10 bis 16 Uhr. Und der Chef ist auch persönlich dort. Der ist dann nicht selten da und kann auch ein bisschen was zeigen. Ja, und die restliche Truppe natürlich sowieso. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja, fand auch gut, ne? Ja. Hat auch gar nicht wehgetan. Ne? Nee, alles auch gut. Also, wer noch Ideen hat von unseren lieben Kunden, dass er sagt, ich meine, der Schapper sollte mal vorbeikommen, ja, schickt mal eine Mail. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst. Bis dann. Tschüss.